Oder? Dachte ich jetzt so. Like that with a flaming arrow. Was? For you, anything. Ach so, jetzt muss ich das schieben. Spacebar! Na bitte! Ein bisschen umgucken und dann ist das Rätsel auch nicht so schwer. Okay. Was ist das? Demon's Epic Shield. Das habe ich gerade. Das habe ich schon ein bisschen ramponiert. Ach so, das war das, was der... Ja, ist gut. Ja, solange die Feuer hat, wird das jetzt immer sagen. Egal. Ja, wir haben wieder 15.000 Goldmünzen gesammelt. Back when I was alive, I was a coward. But I lived in Dyfed and they said I had to fight in the Great War. So I fought. Well, mostly I hid. But then I heard our side had some kind of magic to make our soldiers a match for their Minotaur. Wargar, our magic soldiers was called. But I seen them. They ain't soldiers. Stronger and faster, sure, but idiots. Nothing like the people they once was. I wasn't gonna get turned into no monster, no sir. I fell on my sword instead. Only brave thing I ever done. Anstatt in einen Wargar verwandelt zu werden, hat er sich lieber selbst umgebracht. Naja. Unter Umständen die beste Variante, die man zur Verfügung hat. Ich werde jetzt aber... Lass mich vorbei. Noch schnell mal auf Elara wechseln, weil mit ihr habe ich gerade definitiv bessere Möglichkeiten. Ja, die Dame da auf der rechten Seite soll aufhören, so rumzuflennen. Nee, das Leben ist scheiße. Na, na, na. Ja, komm, am liebsten würde ich dich auch mit in die Luft springen. Ah, Fussrudar. Yeah, Fussrudar nach dort. Fussrudar nach oben. In alle Richtungen. So, hier können wir wieder aufleveln. Aber wir haben gerade schon zu viele Kristalle. Oder sind wir jetzt in Akt 5 und ich habe irgendetwas total nicht mitbekommen? Oder was? Nein, das Schild, was sie gerade hat, ist besser. Dann können wir das aufmachen. Okay. Ich habe eigentlich gedacht, die nimmt den Heiltrank jetzt auf, aber irgendwie macht die das nicht. Sehr interessant. Nun gut. Dann werde ich trotzdem mal schauen, ob ich da jetzt irgendetwas Neues machen kann. Nein, nicht wirklich. Magie und Waffenattribute habe ich auf dem höchsten Punkt. Das heißt, wir haben 6 Kristalle schon mal auf Vorrat. Das ist auch was Schönes. Ach so, jetzt hat die das aktualisiert. Jetzt hat sie 3. Auch sehr schön. Nun gut. Dann geht's weiter mit Big Ass Door. Wie weit dieses Kapitel noch geht? Let's see what we can see. Definitely taking them down river. Who is that? That woman giving the orders. No idea, but I can tell by looking at her, she wouldn't be pleasant to deal with. Oh, the headless woman. Ja, wir haben sie gefunden. Uh-oh, looks like we have no choice. Das ist die Headless Woman und wir müssen gegen sie kämpfen. Sehr schön. Wow! Kill the Harridan. Und sie kann sich wieder teleportieren. So, mach ich erstmal dich kaputt, du blöder Zauberstab! Kann ich mit dir irgendwas machen, Blind?
Oh Gott. Und sie holt sich jetzt ihren Stab zurück oder? Oder gaggt einfach nur gerade rum? Okay, ich werde mal auf den Verlangsamungszauber zurückgreifen. Hat sie ihren Stab wieder? Ja, hat sie. Verdammt. Mann! Die teleportiert sich zu schnell. Okay. Der Verlangsamungsfall bringt gegen sie auch nichts. Das ist schade. Was? Mehrere von denen? Oh Gott. Was ist das für eine Kämpferin? Die ist böse. Und ich weiß nicht wirklich, was ich gegen die machen soll. Wow. Warum höre ich zur Linken etwas, wenn die vor mir ist? Oh, und ich weiß, dass ich hier wieder ein bisschen Knappheit mit den Pfeilen kriegen werde. Ich switch einfach mal auf den stärkeren Pfeil um. Auf den stärkeren Bogen. Ja, ist okay. So. Der stärkere Bogen ist nämlich stärker, auch wenn er weitaus langsamer ist. Hör auf, dich wegzuteleportieren. Bleib da! Ist gut. Ja, aua, ist gut. Big Ass Woman. Hör auf, Badass Woman. Nicht unbedingt Big Ass. Aber auf jeden Fall recht freizügig, die Dame hier. Ach. Mensch. Ja, unfairer geht's nicht, oder? Mensch, bleib weg von mir. Böse Dame. Die hat ihren eigenen Kopf auf eine dieser Stäbe getan. Jawohl. Ging ja doch leichter als gedacht. Doch ein bisschen anstrengend. That witch was no match for us, eh, Kadek? Yes, girl. We do make quite the pair. Let's see if you can shed some light on this. Whatever you are. I have an errand for you. Two mercenaries. They are interfering with my slaves. And this must not be. Find them, hunt them down, and end them. Yes, my lord. Dafür, dass die uns jagen sollte, war sie erstmal ziemlich mit anderen Sachen beschäftigt. Aber nun gut. Looks like you've gotten under somebody's skin. Me? Yes, you. Everybody loves me. Just keep telling yourself that, girl. Come on. Let's check down by the docks. Kadek. I pray my eyes are deceiving me. What's the matter with you? That glow on the horizon. Yeah. Aye. It's burning. Big ass party. So, damit wären wir jetzt wahrscheinlich in Kapitel 3, wenn mein Kopf richtig funktioniert. Oder in Kapitel 4, wenn er nicht richtig funktioniert. Hard to keep my head clear. Those damn Minotaur. They bring up the nightmares I tell myself I don't have. And now they've done to Lear the same thing they did to my people. Maybe it would be best to get out. Leave Seraphine, the cattle, the money. Leave it all and just get away. Chapter 4, City of Lear. Gut,
Dann war der Tempel und alles drumherum vorher und nachher Kapitel 3. Ich habe mich vertan. Jetzt sind wir in Kapitel 4. Sehr schön. Dammit, wie kommen wir da dran? Dammit. Kann ich das kaputt machen? Da muss ich irgendwie doch drankommen können. Oder man geht darüber und das heißt, wir halten uns erstmal links. Devastation. Focus, girl. There's work to be done. Wir haben einen neuen, schnelleren Bogen gefunden. Sehr zu unserem Vorteil. Wow, wow. Nö, ne? Oh ja, ich bin genauso drauf wie Kaddock gerade. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr darauf. Ach du Kacke. Wenn die Minotauren schon so stark sind und diese eine dumme Hexe. Au, Baby. Das wird ein Problem. So, ja, haben wir ein neues Rätsel gefunden? Oder was ist hier oben? Ja, das sieht mir nach einem Rätsel aus. Was ist das denn? Das kann man noch kaputt machen. So. Wahrscheinlich der Anfang eines neuen Rätsels. Stand 1-2 Discs. Start a fire. Light 3 braziers. Push 3 spires. Down the hole. And claim the key that lies with the last of the brothers 3. Okay, stand on 2 discs. Wir sollen auf 2 Plattformen stehen und dann ein Feuer entzünden. Light 3 braziers, push 3 spires. Was braziers und spires sind, das weiß ich gerade leider nicht, aber wir sollen etwas anzünden und wir sollen etwas drücken. Verschieben oder sonst wie. Dann in einem Loch, wo wir einen Schlüssel finden, bei dem letzten der 3 Brüder. Das heißt, entweder ist einer nicht zu Asche geworden, oder wir finden wirklich noch einen Überlebenden, gegen den wir kämpfen müssen. Was ist hier los? Na toll, Untote, wieder mal. Gegen die funktioniert aber... Na, wenn man treffen würde. Ja, ich hab getroffen. Der Kälteschuss. Das war doch ein Kopftreffer. Ah, halt doch dein Schild nicht vor. Das ist doch blöd. Mensch, Mensch, Mensch. Skelett, Skelett, Skelett. Das darf doch nicht wahr sein. Was ist das denn? Ach so, das sind 2 Einzelne. Oder was? Ja, das sind 2 Einzelne. Ich hab zuerst gedacht, das wäre ein Schild. Meine Güte. Ja, jetzt sagte Ilara, ja, bleib mal darauf stehen, bitte. Oder, hm? Wobei, wir brauchen immer noch Feuer. Wo kriege ich denn Feuer her? Um etwas anzuzünden. So, gehen wir mal hier auf die Plattform. Geht nicht. Ach so, da kommen wir dann runter. Nehme ich mal an. Gut, das heißt... Wo kriegen wir Feuer her? Hier eigentlich. Aber da ist nichts drin. Okay, das könnte gerade wieder ein kleines Problemchen werden. Finden wir hier irgendwo Feuer? Ach je. Wie mache ich das jetzt? Searchlayer, ja, okay. Aber langsam glaube ich, dass die Seraphine doch schon ziemlich Dreck am Stecken hat. Ach so, das könnte man zum Beispiel drücken. Verschieben.